Wir wollen eine Umsatzberechnung für eine Gleichgewichtsreaktion durchführen. Die Dehydratisierung von Gammahydroxybuttersäure zu Gammabutyrylacton verläuft in beiden Richtungen als eine Reaktion erster Ordnung. Wir haben die beiden Geschwindigkeitskonstanten gegeben. Die Anfangskonzentration von Buttersäure ist 1 Mol pro Liter. Im Gleichgewicht sind Hin- und Rückreaktionen gleich schnell. Das bedeutet, wir können die Gleichgewichtskonstante einfach ausrechnen, indem wir die Geschwindigkeitskonstanten durcheinander dividieren. Wir erhalten eine Gleichgewichtskonstante von 2,697. Die Gleichgewichtskonstante ist größer als 1. Das Gleichgewicht liegt auf der rechten Seite. Im Gleichgewicht haben wir mehr Produkt als Edukt. Wir wollen die Gleichgewichtskonzentration von A und B ermitteln. Aus der Stöchiometrie wissen wir, dass A ist gleich A0 minus x und B ist gleich B0 plus x. X ist die Umsatzvariable. Im Gleichgewicht ist die Umsatzvariable A0 minus A-Gleichgewicht oder B-Gleichgewicht minus B0. A0 kennen wir, B0 kennen wir und die Gleichgewichtskonstante kennen wir auch. Damit können wir die Gleichgewichtskonzentration von A ausrechnen zu 0,27 Mol pro Liter. B hat die Gleichgewichtskonzentration 0,73 Mol pro Liter. Der Umsatz ist definiert als x durch A0. Wir haben im Gleichgewicht also 73% Umsatz. Das ist der maximal mögliche Umsatz. Wir könnten die Gleichgewichtskonzentration von A auch aus dem integrierten Geschwindigkeitsgesetz berechnen, wenn wir für die Zeit t unendlich einsetzen. Das integrierte Geschwindigkeitsgesetz eignet sich auch dazu, für beliebige Zeiten Umsätze auszurechnen, beziehungsweise für beliebige Umsätze Zeiten auszurechnen. Wenn wir einen Umsatz von 0,5 vorgeben, erhalten wir als Reaktionszeit 2 Stunden.